Den Gerd-Horoskorpionen haben die Erwartungen übertroffen, weitgehend, obwohl sie nahezu undurchdringlich für kleine Schusswaffen sind. Konnten der Schallemitter den Parsons gebracht hat, ein paar der Protoss braten. Wir müssen für den nächsten Prototyp noch eine bessere EMP-Isolierung Wert legen. Etwas Positives ist der neue Atomarlaser, das Prototyp schlägt sich wunderbar. Ein bisschen Rückstandsstrahlung bleibt, nachdem Waffe geschossen hat. Es könnte nötig sein, seine zur Vorsorge mehr Strahlenschutzanzüge. Strahlungsanzüge und Medikamente zu legen. Die stetigen Verbesserungen an den gigantischen Roboskorpionen haben die Protektron-Modelle, die wir als feindliche Kommandos benutzt haben, weitgehend nutzlos. Auf dieser Stufe sind nicht viel mehr als Ablenkung. Zieldrohnen aktivieren. Schalllimiter offenbaren. Einfach mal versuchen. Okay, irgendwas habe ich wohl gerade nicht so ganz verstanden. Also auf jeden Fall, das ist die Ablenkung. Sie können den tödlichen Laserstachel des Dr. Möbius nicht entgehen. Da ist auf jeden Fall ein Terminal. Das war's. So. Das war, glaube ich, nur die Ablenkung, dass ich hier hoch kann. Soweit ich das verstanden habe. Seesack. Kommt hier ein Seesack hin. Egal. Aktenschrank. Kronkorken. Ja, ja. Sunset Sass. Barilla. Vorkriegsgeld. Metallkiste. Coca-Cola. Aktenschränke. Schachmessiere. Schachtränke. Vorkriegsgeld. Kronkorken. Vorkriegsgeld. Okay, er scheint mich nicht zu sehen. Ich bemerke nie jemand, aber das Pip-Boy-Licht bemerken sie schon. Truhe noch öffnen. So, und jetzt überlegen, nachdenken. Ich muss da oben in diesen Raum rein. Und mir hat letztens irgendeiner ja diesen einen Tipp da gegeben, wie ich dieses Schild da wegbekomme. Ich hab's vergessen. Irgendwas war da doch. Was hat er denn nochmal gesagt? Protonaxt, Glücksgriff. Nein, da war irgendwas. Verdammt. Eigentlich müsste ich ja mal nachgucken. Ich will nicht nachgucken. Ich will es so schaffen. Ich habe mit Sicherheit einfach nur irgendwelche Hinweise übersehen. Nein. Verschlossen leicht. So. Red Away Strahlenschutzanzug. Den nehme ich mal mit. Vielleicht brauche ich den ja. Red X. Ich habe irgendwie im Gefühl, ich brauche dieses Ablenkungsmanöver. Damit ich irgendwas. Ah. Ah, okay. Das könnte sogar funktionieren.
Wie jetzt? Habe ich jetzt schon einen Fehler gemacht? Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Okay, er schießt also nur mit Strahlung. War das schon alles? Das heißt, wenn ich mir jetzt erstmal zwei Redaways nehme, ein Red X und den Strahlenschutzanzug, sollte ich rein theoretisch einigermaßen immun gegen dem seine Schüsse sein. Auf jeden Fall einigermaßen. Aua. Ich weiß übrigens, dass ich verkuppelt bin. Aber da kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Was zur Hölle, wie soll ich die Dinger hier denn aufbekommen? Da komme ich jedenfalls rein. Dies ist eine in der Höhe aufgezeichnete Angriffsbotschaft, die meinen Wunsch gegen Gefahr. Boah, das macht mich hier gerade alles voll verrückt. Gut. Okay. Ich bin tot. Alles klar. Ich habe auch gerade nicht wirklich viel Ahnung, was ich tun soll. Wir leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Und initiiere Möbius-Namen. Das Suchen und Vernichten Protokoll. Gut. Ja, genau. Firefox 9.0.1 verfügbar. Interessiert mich gerade so ganz null irgendwie. Das haben wir gerade ja schon gelesen. So, ich bin versteckt. Das heißt, ich schleiche mich jetzt erstmal hier nach oben. Und pack mir die Sachen, die hier waren. Danach öffne ich unten diese Ablenkungstypen da. Und dann sollte ich eigentlich auch oben in diese Tür reinkommen. Ohne vorher von dem Skorpion übelst in den Arsch gefickt zu werden. Mal gucken, vielleicht bringt's ja was. Also, auf jeden Fall kann er mich nicht sehen. Jetzt so, direkt so. Warum auch immer er das nicht kann. Er scheint wohl ziemlich beschränkt zu sein. War hier irgendwas drin? Ich weiß nicht mehr. Okay, Frau Kriegsgeld, lasse ich mal gelten. Leerer Aktenschrank und ich gucke rein. Kronkorken, Frau Kriegsgeld. War's das? Wir leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Ja, das war's für hier. Ich hoffe, ihr seht was. Wenn nicht, kann ich nicht viel dran ändern. Tut mir leid. Alles klar. Gegenstände. Hilfsmittel. Red X. Red ist ganz unten sowieso. Waffe. Gott. Was für eine Waffe. Es wird zwar sowieso nichts bringen, aber egal. So. Zieldrohnen aktivieren. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Sie können den tödlichen Laserschlag.
Genau, dafür sind die nämlich da. Um den abzulenken, während ich hier rüber renne. Habe ich jetzt gecheckt. Alles klar, jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt bin ich schon mal hier oben. Das ist auch schon mal viel wert. Und er hat mich nicht entdeckt, das ist gut. Schreibtisch öffnen. Boah, hier stehen aber auch viele Sachen rum. Die kämpfen da unten noch fröhlich, während ich hier... Sie haben eine Rekalibrierungsdatei für den Schallemitter gefunden. Bringen Sie es zur Jukebox im Becken, um den Schallemitter für neue Effekte zu rekalibrieren. Aha. Achtung, fertig, kämpfen. Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Achtung, fertig, kämpfen. Schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Besiegt. Schluss mit Schleichen. Wo komme ich jetzt hoch? Wird gekämpft. Hier komme ich hoch. Kampf zu Ende. So, okay. Zurück erstmal. Puh. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich jetzt erstmal zurück. Ich habe jetzt die Tür nicht ausprobiert, aber ich gehe mal sehr. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Ich gehe mal sehr schwer davon aus, dass es sowieso nicht funktioniert hätte. Bitte nimm das. Ich will nicht, dass du stirbst. Bitte. Ja, gut, ich passe durch. Nicht angreifen, nicht angreifen. Also doch angreifen schon, aber nicht töten, nicht töten. Bitte lasst mich doch in Ruhe. Ich hab euch doch nichts getan. Obwohl, das sind nur Roboter. Die gehorchen nur. Ich laufe einfach mal weiter. Keine Feinde mehr auf dem Radar. Okay, ich hoffe, es funktioniert. Weltkarte. Der Beckenbalkon. Beckenbalkon ist gut. Alles klar. Auf zum Beckenbalkon. Huiuiuiui, ist das alles anstrengend. Das war's. Zum Becken. So. Ich hoffe, die Jukebox ist überhaupt aktiviert. Weil die Jukebox war ja nicht aktiviert. Verdammt, ich wette, es ist... Oh nein, ey. Verdammt. Okay, da werde ich die Mission, glaube ich, erstmal machen. Aufgaben. Alte Welt Blues. Ja, sehen kann profig. Spricht rüsten Sie Dr. Bruch oder Dr. Ja, okay. Okay. Hä? Reisen Sie zum Canyon Wrack in der Nähe von Prüm und betreten Sie die Kluft. Was war das denn? Keine Ahnung. Aktivieren Sie den Schuldatenbeschaffungstest fortgeschritten am X8. Nein. Schallemitter-Upgrade. Starten Sie den fortgeschrittenen Schultest am X8-Test-Terminal. Hm. Weltkarte. Wo muss ich dafür hin?
X8-Forschungszentrum, war ja klar eigentlich. Und wo muss ich hierfür hin? Dahin und Transmitter-Antennenanlage. Hm. Okay, dann werde ich... Geht auch Schallemitter-Upgrade nämlich erstmal machen. Und mal gucken, was daraus wird. Oh Gott, das kann ja eigentlich nichts werden. Naja, wir probieren es mal. Ich hätte vorher schlafen sollen. Fuck. Egal, dann mache ich halt so. Hilfsmittel. Trinke ich mein ganzes aufbereitetes Wasser. Und zur zum Forschungszentrum. Dann schließe ich halt diesen Schultest ab. Hm. Ja, wie überbrücke ich jetzt diese Ladezeit? Man merkt schon immer noch, es ist ein bisschen... Es ist alles ein bisschen ungelenkt. Ich habe wirklich sehr lange nicht gespielt und deswegen... Ja. Ich hatte halt lange Zeit auch irgendwie gar keine Lust auf das Spiel und so. Und jetzt muss ich gucken, wie ich hinkomme, wo ich hin muss. Oh, laufen. So, und da, la, 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 Terminal, Terminal, Terminal. Aktivieren Terminal, okay, Schuldatenbeschaffung betreten. Hab ich recht? Fortgeschrittener Test. Müssen Sie alle Unternehmen und 3 Schülerakten einer durchschnittlichen Highschool zu beschaffen. Nutzen Sie das Fälschungskapazitäten für den Schallemitter, um sich im Gebiet besser bewegen zu können. Protektrons. Ein grundlegendes Sicherheitsprotokoll ist aktiviert. Erfolg welche Sicherheitsvorkehrungen. Um 3 Schüler. Okay. Sollte aber zu schaffen sein. Oh Gott! Soll mir das jetzt Angst machen? Ich schätze mal schon. Es macht mir Angst. War das schon alles? Achtung, Schüler! Dies ist die aufgezeichnete Stimme eures aufgezeichneten Rektors, Dr. Boros. Zeit zum Kämpfen. Nein, noch nicht. Schallemitterdaten. Kann Kraftfelder ausschalten. Super. Perfekt. Endlich. Endlich. Oh, jetzt sind hier Militär-Cyberhunde. Alles klar, dann machen wir... dich. Aber nicht von hier, sondern von hier. Ich weiß nicht, warum ich die Waffe jetzt genommen habe, aber sie wirkt. Und das reicht mir. Der Schallemitter kann jetzt also Kraftfelder deaktivieren, ja? Yes! Kann er wirklich. Protonenwurfaxt. Yay! Spür Stealth Boy. Alles klar. Stange Zigaretten. Ach komm, ich kann es einfach nicht lassen. Elektroschrott brauche ich erstmal nicht. Okay. Oh, Moment. Kann man immer gut verkaufen. Auch wenn ich es nie mache. Geschützturmsteuerung. Naja, ich brauche Klammern erstmal.
Ohne Klammern ist immer doof. Einmal so. 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 Ach, na komm schon. Hier muss doch noch irgendwo eine Klammer sein. Ach, da. Ach so, das war's schon. Mal wieder. So, System startet, bla 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 bla. Neugeführte Zielparameter. So. Dann mal los. Okay. Also anscheinend.